zum FC Stammtisch. Ja, vielen Dank für den aufbauenden Applaus, den haben wir ja nötig, weil wir dummerweise jetzt, was das Derby angeht, in dieser Saison den Ausgleich haben kassieren müssen. Also ganz leider verloren, das erste haben wir gewonnen. Wie gewonnen, so zerronnen, trivial. Der schönere Verein sind wir trotzdem. Also. Ja. Wir müssen trotzdem drüber reden. Hier im Brauhaus zum Prinzen wollen wir natürlich auch die Analyse machen, wollen auch über die nächsten Spiele reden, wollen auch andere Dinge rund um den FC besprechen. Es gab ja heute eine neue Verpflichtung. Das war ja früher auch eine der Aufgaben meines ersten Gastes. Er ist einer, ja, wie soll man den Mann beschreiben? Alle 7 Titel für den 1. FC Köln war er dran beteiligt. Es gibt Leute, die sagen, das ist der Uli Hoeneß des 1. FC Köln. Ich sage nein, Uli Hoeneß ist der Karl-Heinz Thiele von Bayern München. Herzlich willkommen. Dann haben wir immer ein wachsames Auge der Medien natürlich immer dabei und das heute, weil der Thomas Wagner auch ausgefallen ist, haben wir gesagt, okay, da muss mal jemand vom WDR kommen und das hat der Jochen Hilgers übernommen. Herzlich willkommen, lieber Jochen. Die Fan-Thematik, immer eine Sache, über die wir hier beim 1. FC Köln, beim FC Stammtisch gerne reden. Und da haben wir heute jemanden dabei vom 1. FC Köln zu uns geschickt heute. Und er ist ein Mann, der natürlich in den letzten Wochen sicher einiges zu tun hatte rund um das Derby. Wir sind gespannt, was er zu berichten hat. Unser Rainer Mendel, herzlich willkommen. Ja, jetzt müssen wir dummerweise trotzdem das Spiel besprechen. Wir hatten ja erst überlegt, was ganz anderes zu machen, über irgendwelche Rezepte zu reden oder so. Aber wir machen es dann doch über Fußball. Karl-Heinz Thiele, 1-0 verloren. Welche Erkenntnis bleibt von diesem Spiel? Von diesem Spiel bleibt für mich die Erkenntnis, die ich vorher auch schon hatte. Diese Mannschaft kann gegen jede Mannschaft gewinnen, aber sie kann auch gegen jede Mannschaft verlieren. Das ging klar. Also, man muss ja auch wissen, dass uns mit Gladbach eine jahrelange Freundschaft verbindet. In unserer Zeit. Ich schwöre doch. Das ist immer besser, als wenn man nicht streitet. Das ist nun mal eine Erfahrung des Lebens. Und wir, die wir auch oft gegen Gladbach verloren haben, damals als der MS Weißweiler da noch Trainer war, sind mit vielen Gladbacher Spielern befreundet. Und die Gladbacher Spieler freuen sich immer, wenn sie zum Karneval nach Köln kommen können. Rainer Bonner ist Beweis dafür. Und insofern finde ich, diese beiden rheinischen Clubs sind beide gute Clubs und wir können stolz sein, dass wir zu einem dieser Clubs gehören. Wir werden gleich auch nochmal über das Kribbeln, was so ein Derby ausmacht, zu sprechen haben. Das hat ja vielen ein bisschen gefehlt. Kommen wir später darauf zurück. Bleiben wir erstmal beim Sportlichen. Und Jochen, du hast das Spiel ja auch mit, ich sag mal, mit Argus Augen des Medienmenschen beobachtet. Was sind bei dir so die Erkenntnisse, die hängen geblieben sind? Der FC einfach noch eine Spur zu klein für Gladbach oder hat irgendwas anderes gefehlt vielleicht? Eine Spur zu klein für Gladbach, den Eindruck hatte ich eigentlich nicht. Es ist nur sportlich natürlich. Es ist meiner Ansicht nach auch gut losgegangen. So die ersten 6-7 Minuten wurde viel Pressing gespielt. Die Gladbach hatten gar keine Möglichkeit, sich zu entfalten. Dann kam dieses Tür 1-0, aus einer blöden Situation, weil die Abwehr einfach geschlafen hat. Das hat ja auch jeder gesehen. Und dann war eben, was man häufiger erlebt, erstmal 20, 30 Minuten gar nichts, keine Gegenwehr. Man wusste irgendwie nicht, wie man mit der Situation umgeht. Und in der zweiten Halbzeit hatte sich die Mannschaft ja einigermaßen gefangen, nur war es leider zu spät. Man hat ja einige Möglichkeiten, hat es ja leider nicht genutzt. Und irgendwie wäre vielleicht ein Unentschieden verdienter gewesen. Aber dennoch, bleibt so ein bisschen, bleibt man jetzt bei dir, bevor wir den Rainer ins Gebet nehmen, als jemand, der vom 1. FC Köln das natürlich auch beurteilen kann. Aber ich meine, du sagst gerade, die ersten 6-7 Minuten wären noch ganz okay gewesen. Da muss ich widersprechen. Also ich hatte das Gefühl, die Mannschaft hat eigentlich vom ersten Moment an nicht so richtig realisiert, dass wir hier ein Derby haben. Es wirkt so. Also, ich habe es jetzt wirklich persönlich so gesehen. Kann gut sein, dass du andere Erkenntnisse hattest. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass sie gut und auch einigermaßen selbstbewusst ins Spiel gestartet sind und dann durch dieses frühe Tor einfach zurückgefallen sind. Wir hatten die Situation auch mal gegen Hannover mit diesem Handtor. Danach brach die Mannschaft irgendwie auseinander. Und das war für mich eigentlich so der spielentscheidende Moment. Sehr, sehr früh, nach der 10. Minute 0-1, Sache schon fast gegessen. Also die Mannschaft hat sich da nicht mehr zurechtgefunden, ist dem Derby auch im Endeffekt nicht gerecht geworden. Aber dann kam die zweite Halbzeit, muss ich nach wie vor nochmal sagen. Ich fand es da
waren sie ebenbürtig, weil Gladbach meiner Ansicht nach auch nicht besonders stark war. Sie haben jetzt keinen großartigen Eindruck bei mir hinterlassen. Das ist, glaube ich, so die Erkenntnis, die viele mitgenommen haben, Rainer, dass man das Gefühl hat, es wäre durchaus was drin gewesen, weil Gladbach war jetzt um Gottes Willen nicht schlecht, die haben auch verdient gewonnen, das muss man auch mal sportlich fair anerkennen, tun die meisten jedenfalls. Und dennoch hast du das Gefühl, du hast was liegen lassen, weil es eigentlich doch noch was drin war. Wie hast du das Spiel von der sportlichen Seite aus für dich bewertet? Ja gut, da bin ich da lang, tut immer weh. Ich kann mich da nicht dran gewöhnen, selbst gegen Gladbach nicht. Wenn man die Historie ja nimmt, dann kann es die Nazi im Auge sagen, verlieren wir ja doch häufiger, als wir gewinnen gegen Borussia. Das sagt die Statistik zumindest. Ich glaube, dass wir aber insbesondere, und das gibt mir persönlich wieder Mut, in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, dass wir trotz einer nicht guten ersten Halbzeit, das ist sicherlich so, wieder zurückgekommen sind und dass wir eigentlich mit ein bisschen Glück auch dann einen Punkt verdient gehabt hätten aufgrund der zweiten Halbzeit. Weil in der zweiten Halbzeit hatte ich jetzt nicht zwingend den Eindruck, dass Gladbach da noch hundertprozentige Chancen hatte. Also mit ein bisschen Glück wäre es unentschieden gewesen. Ich glaube, damit hätte auch jeder leben können. Aber gut, immerhin haben wir gegen Gladbach diese Saison mal wieder ausgeglichene Bilanz. Das ist ja schon ein Fortschritt. Man darf bei allen natürlich auch nicht vergessen, dass wir zweite Jahr erste Bundesliga spielen und Borussia Mönchengladbach natürlich in den letzten Jahren sich schon top weiterentwickelt hat, das muss man einfach neidlos anerkennen. Und das ist der Weg, wo wir auch als Club hin wollen, langfristig. Und ich glaube, wie gesagt, auch wenn es trotzdem wehtut, dass es letztlich jetzt Mund abputzen angesagt ist, Freitag geht es gegen Hertha BSC Berlin und dann muss man sehen, dass du da möglichst die Punkte, die dir vielleicht vor Samstag gefehlt haben, wieder zurückkommst. Alles richtig, alles richtig. Hallo? Ich will nur etwas unterstreichen, vom Fachlichen. Das habe ich am Anfang genauso gesehen wie er. Weil dieses Tor, wenn du denkst, das kann nur mit Übermotivation und Pressing fallen, da sind plötzlich vier Mann auf einer Seite und in der Mitte ist überhaupt keiner. Wenn du normal spielst und staffelst, jeder, dann kann das Tor nicht fallen. Das ist also genau den Eindruck. Und danach kann man doch das fallen. Habe ich genauso gesehen wie Sie auch. Dann bleiben wir auch mal bei dieser Thematik, was so ein bisschen die Schweren angeht und auch so die, ich sag mal, Körperlichkeit, nennt man das auch, glaube ich, heute im Neudeutschen. Ich war schon so ein bisschen, also jetzt um Gottes Willen, keine Mosako-Debatte, nur der steht für mich jetzt nicht gerade für Körperlichkeit, also wenn überhaupt dann wieder für ja, graziles, technisches etc. In einem Derby ist er dann kurzfristig reinkommen, auch weil hinterher wieder einige Leute rausgefallen sind, aber der war für mich auch so ein bisschen Sinnbild, dann in dieser ersten Halbzeit, der hat ja auch dann wirklich keine gute Leistung abgeliefert, war der FC generell auch körperlich nicht richtig da, nicht in den Zweikämpfen etc. Also das muss man, glaube ich, tatsächlich differenzieren. Der Trainer wird sich was dabei gedacht haben, Osako aufzustellen. Dass er körperlich nicht der Stärkste ist, das ist bekannt. Das haben wir in der Vergangenheit ja auch des Öfteren gesehen. Die beiden Japaner, jetzt haben wir noch einen, sind nicht die Zweikampfstärksten, können sich nicht so hundertprozentig durchsetzen. Also irgendwas wird sich Peter Stöger ja dabei gedacht haben. Ansonsten, vom Einsatz her, muss ich sagen, es gibt vorne eigentlich eine ganze Menge gelaufen. Also Modest hat ja unheimlich viel gearbeitet, war jetzt nicht ganz glücklich in seinen Aktionen. Also am mangelnden Einsatzwillen hat es wahrscheinlich nicht gefehlt. Nicht ein bisschen an der Durchsetzungsfähigkeit bei diesem Spiel möglicherweise ein bisschen, aber wir kommen auch später dazu. Vielleicht mangelte es ja auch ein wenig an Unterstützung. Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Wir bleiben aber erstmal noch bei diesem Sportlichen. Es wurde ja dann auch in der Halbzeit gewechselt und dann wurde es ja auch Jojic kam rein. Ein Spieler, der halt eher von den kreativen Momenten herkommt und Hector, der keinen guten Tag Mittelfeld hatte, ging dann wieder auf seine linke Seite, wenn ich es richtig gesehen habe. Und dann wurde es ja schon etwas besser, ne? Und dann kam ja später sogar noch Marcel Hartl und auf einmal lief das Spiel. Jetzt nicht wegen Marcel Hartl, aber so, man hat gesehen, auch. Der war gut. Ja, also, gerade jetzt Sie haben ja immer gesagt, junge Leute müssen so ins kalte Wasser geschmissen werden. Hat Sie das auch ein bisschen überrascht, dass der Hartl auf einmal kam? Ja, ich war sehr überrascht, weil ich ihn überhaupt nicht kenne. Wir starten Karl-Heinz Thiel, wir starten Marcel Hartl, jetzt kenne ich euch. So ist es. Und also ich habe nie gesagt, junge Spieler müssen ins Wasser geworfen werden, sondern wenn du eine Mannschaft hast, die einigermaßen perfekt ist, und das war zu meiner Zeit so, dann haben wir immer bei gewissen Spielständen abgesprochen mit dem Trainer, dass er beim 2:0 oder 3:0 dass er dann die jungen Leute bringt, damit sie sich an dieses Klima gewöhnen, an das höhere Tempo, an dieses Stadion. Weil wenn du in einer sehr schwierigen Situation den Spieler bringst, dann kann er leicht einen Knast bringen. Aber entweder du hast eine perfekte Mannschaft oder nicht. Und unsere Mannschaft ist noch nicht perfekt. Das, glaube ich, kann man sagen. Aber die Einstellung der Jungs ist okay.
Also ich habe noch nie gesehen, dass sie aufgegeben haben. Am besten hat mir das Spiel gegen Dortmund gefallen, wo sie wirklich eine Halbzeit völlig unterlegen waren und durch ihren Ehrgeiz und ihren Einsatz das Spiel gedreht haben. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Umso mehr, als ich zum ersten Mal in einer der obersten Reihen war. Ich wollte mal sehen, dass die Dienst den Zuschauern oben geht, weil ich sitze immer sehr gut. Dafür danke ich dem FC, dass ich mein Leben lang für meine Frau und mich eine Freikarte habe. Vielleicht habe ich es auch verdient, dessen Titel. Da ging ich davon aus. Aber Dankeschön. Aber das war wieder für mich etwas Neues, unten unter den Leuten zu sitzen, ganz oben. Die dann sagen, was machen Sie denn hier, Sie sitzen da sonst immer rum? Ja, ich wollte mal mit euch feiern. Und dass es zu einer Feier kam, das war wirklich so, denn gegen Dortmund dieses Spiel hat mich für diese ganzen 0-0 entschädigt, die bis dahin in der ersten Hälfte abgelaufen sind. Das war richtig toll. Ja, wenn es gut läuft, ne, und du machst dann in der 60. und 65. vielleicht das Tor, wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre. Also, okay, es ist jetzt nicht mehr zu ändern, wir wollten es trotzdem natürlich ansprechen, Rainer. Ein Grund, warum du natürlich heute auch hier bist, neben deiner fachlich überragenden Kompetenz, die wir natürlich immer hier zu schätzen wissen, ist natürlich deine Jobbeschreibung auch geschuldet. Es war ja nun mal das Dörfen. Und für viele hat es sich wieder nicht so angefühlt. Du weißt warum. Es hat wieder einen Boykott gegeben, einen Stimmungsboykott auch. Von Seiten der Gladbacher, die Kölner sind demonstrieren gegangen. Erst, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wie das abgelaufen ist. Du warst nämlich zumindest vor Ort und hast das mitbekommen. Wie das in Gladbach war, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen auf den Stand bringen. Gut, ich muss ein bisschen weiter ausholen, wie es hier überhaupt zustande gekommen ist. Das ist vielleicht auch nochmal interessant, auch wenn das natürlich die Anwesenden hier sicherlich alle wissen werden. Wir hatten ja bei Wien-Spiel schon eine ähnliche Situation. Wir sind ja letztes Jahr nach dem Spiel in Gladbach, Karneval, Samstag sind wir ja seitens des DFBs massiv verurteilt worden. 200.000 Euro Geldstrafe plus vier Spiele. Personalisiertes Ticketing in der letzten Saison. Wie war die Strafe? 200.000. 200.000, ja, okay. Dann mussten wir noch dreimal den Block leer lassen, im Heimspiel noch. Und viermal, wie gesagt, personalisiertes Ticketing im Auswärtsspiel. Plus 50 Ordner mitnehmen zu jedem Auswärtsspiel bis Ende letzten Jahres. Das haben wir auch alles gemacht und hatten dann für dieses Jahr noch die Auflage beim Spiel gegen Gladbach, sowohl beim Heimspiel als auch beim Auswärtsspiel jetzt, dass die Ticketkontingente. Normalerweise bekommst du 10% des Fassungsvermögens als Gastverein. Das heißt, wir hätten normalerweise 5.400 Tickets kriegen müssen. Die Gladbacher bei uns 5.000. Das wurde aber auch entsprechend gekürzt. Wir haben 3.500, glaube ich, und wir 2.700, also 50%. Das hat dazu geführt, dass sowohl beim Hinspiel als auch beim Rückspiel, ich sage jetzt mal nicht nur die Ultras, sondern alle, die sich als aktive Fußballfans bezeichnen, gesagt haben, das sind Dinge, die können wir nicht auf uns sitzen lassen, die können wir so nicht akzeptieren. Von daher werden wir das Spiel in Köln, war es ja so, es ist zwar besucht worden, aber es ist eine Stimmung, es ist keine Stimmung gemacht worden, Stimmungsbankott. Zumindest ist von denen, die sonst die Stimmung immer machen. Und von Gladbach waren, glaube ich, im Stadion 400 Leute. Jetzt am Wochenende war es bei uns so, wir haben im Vorfeld 1100 Karten verkauft. Wie viele Plätze da waren, kann ich nicht sagen, aber auch nicht alle. Also sagen wir mal, gehen wir mal von 1000 Leuten aus, die letztlich da waren. Und natürlich, es ist so, dass die Stimmung natürlich gespielt war. Das ist ja klar. Also sie war anders. Und natürlich mit 1000 Leuten kommst du nicht gegen 50.000 Gladbacher. Was ich gut fand, ist, dass man hat ja eine entsprechende Demo gemacht in Gladbach auch, die ja auch im Vorfeld zu unwahrscheinlich vielen Diskussionen geführt hat. Insbesondere von Reiterbürgern ja auch, so nach dem Motto pure Provokation etc. pp. Aber letztlich muss ich sagen, Respekt, da hat man wirklich für die Fanrechte ist man eingestanden, es ist nichts passiert, es ist nicht provoziert worden. Ich habe mir das extra bewusst auch angeguckt. Auf die Jungs war Verlass, es waren 400-500 Leute vor Ort, die dann in Ruhe und bunt vor allen Dingen auch, nicht als schwarzer Block zum Beispiel, sondern mit Fahnen, mit Schals und entsprechenden Spruchbändern und Schildern an der Demo teilgenommen haben, danach wieder nach Köln gefahren. Keine Gegenseite da, die das irgendwie provoziert hätte? Ja, es war natürlich, ist eine Gegenseite ist ja immer da, wenn du in einer fremden Stadt bist, aber die Polizei hat das auch gut moderiert, sage ich mal so, und gut im Griff gehabt. Es ist zu keinerlei Störung von beiden Seiten ausgekommen.
Ich glaube, das ist natürlich auch wichtig, wenn man für Fanrechte einsteht, dann darf natürlich bei so einer Veranstaltung nichts passieren. Und da muss ich sagen, Chapeau. Beide Fanlager, das haben sie gut hingekriegt. Trotzdem hätten wir natürlich gerne gehabt, wenn die auch alle ins Stadion gekommen wären. Die Möglichkeit hätte ja bestanden. Haben wir im Vorfeld lang und breit mit den Fans auch besprochen. Aber gut, leider war es nicht so. Und wir hoffen erstmal, dass wir solche Einschränkungen natürlich auch gar nicht mehr erst haben. Vor allen Dingen das personalisierte Ticketing auch nicht, weil es auch für den Club natürlich extrem aufwendig ist und viel Personal vor Ort gearbeitet werden muss. Und für die Fans natürlich auch eigentlich, das kann ich wirklich nachvollziehen, auch kein Mittel ist, weil wenn du krank bist, kannst du das Ticket nicht mehr weitergeben etc. Ja, aber trotzdem hat die Stimmung gelitten und du hast es eben auch noch angesprochen, Jochen, dass das vielleicht auch ein Faktor war, der auch ein bisschen auf die Mannschaft übergesprungen ist, im negativen Sinne. Also das hat dann schon auch das Spiel beeinflusst, aus deiner Sicht raus. Möglicherweise hat es das Spiel beeinflusst und ich bin eigentlich bei Stöger und Schmadtke, die sich mehr oder weniger durch die Blume ja schon bitterlich beschwert haben, dass es so war und gesagt haben, ihr tut dem Verein wirklich nichts Gutes, ihr tut dem Verein einen Bärendienst, wenn ihr uns nicht unterstützt in so einer wichtigen Phase. Und letztendlich kann ich es dann gerade bei Ultrafans nicht verstehen, die sich ja selbst wirklich zu 100% für diesen Verein immer einsetzen, wenn dann gerade in so einer Situation ein Boykott durchgeführt wird, der dem Verein schadet, eigentlich den Fans selbst und den Ultrafans selbst auch schadet und relativ wenig bewirkt im Endeffekt. Diese Fan-Demonstration ist jetzt aus heutiger Sicht eine sehr gelungene Aktion gewesen und durch die Friedlichkeit, die der Rainer gerade unterstrichen hat, ist es, glaube ich, wirklich ein deutliches, sichtbares Zeichen gewesen, dass die Fans von diesen Sanktionen des Deutschen Fußballbundes halten. Das war dann in Ordnung. Und was hätte dann gefehlt? Alle zusammen gehen ins Stadion, unterstützen den 1. FC Köln. Sie haben vorher ihre Meinung kundgetan, haben sich wirklich dann auch gezeigt in der Öffentlichkeit. Und dann kann man doch einfach auch hinter dem Verein stehen, nachher im Stadion. Was spricht dagegen? Das habe ich bis heute nicht verstanden. Fragen wir mal den Karl Ziel, was er dazu sagt. Ich meine, so ein bisschen das Derby-Kribbeln, das haben wir jetzt alle schon gesagt, das hat gefehlt. Ne? Weil auch der FC, ich meine, die Gladbacher waren auch ruhiger als sonst, später nicht mehr, vor allem im Nachhinein nicht. Aber ja, wie sehen Sie es? Ja, die Argumentation, da kann ich mich nur anschließen. Das ist völlig richtig. Diese friedliche Demonstration war sehr schön, gute Überraschung. Zeigt, dass das eigentlich vernünftige Jungs sind, die da demonstriert haben. Aber im Stadion haben sie gefehlt. Und bei dem Derby will man eben zwei Gruppen haben, nicht nur eine. Das habe ich also gedauert. Kann nur sagen, völlig richtig. Wobei, Rainer, ich glaube, ich meine, du hörst dir die Argumente, du bist ja sozusagen das Bindeglied, so kann man dich ja durchaus bezeichnen. Und der das Ohr auch an den Fans hat, die haben halt ihre Gründe, du hast sie zum Teil genannt. Also du hast da Verständnis für, dass sie es so machen? Ich habe ja eben gesagt, im Stadion hätten wir sie schon gerne gehabt. Und ich auch, selbstverständlich. Ne? Also, wir haben viel gesprochen im Vorfeld, im Rahmen der Fankultur auch, gemeinsam mit dem Schönig auch zusammen. Aber man muss es akzeptieren, weil letztlich, schweren Herzens muss man es akzeptieren. Natürlich wäre es besser gewesen, wenn beim Spiel gewesen auch. Aber man will sich halt diesen Themen auch Personalisierung nicht unterwerfen. Und das ist die Argumentation, der kann man sich auch nicht hundertprozentig verschließen. Okay, schließen wir es einfach jetzt an der Stelle hier ab und machen einen kleinen Break, eine kleine Pause. Wir werden aber gleich wiederkommen, weil es eben noch interessante Themen zu besprechen. Selbstverständlich, wir haben einen neuen Zugang beim 1. FC Köln, Marco Höger, ist natürlich gleich Thema und wir werden natürlich auch über Karl-Heinz Thiel sprechen, der ja auch, ich sag mal, das Thema bezahlter Präsident was sagen kann. Also, kleine Pause, wir sehen uns gleich wieder. Ciao. FC Stammtisch. Ja, schön, wir sind hier im Brauhaus zum Prinzen, noch ein, zwei Bier und eine Cola weiter, dann haben wir das Spiel gewonnen. Also, was soll das? Wir müssen natürlich auch nochmal über diese Fan-Thematik sprechen. Da ist gerade nochmal ein Einwurf von gekommen. Und vielleicht nimmst du das einfach mal auf, Jochen. Ja, fairerweise sollte man es vielleicht doch noch erklären, wie die wirklich aktive Fanszene das argumentativ unterstützt hat, warum es diesen Boykott gegeben hat, weil die gesagt haben, dass wir hätten eigentlich das Anrecht auf 5.400 Tickets gehabt, bekommen nur 2.700. Das heißt, wir müssen einen großen Teil der aktiven Fanszene zurücklassen, können deswegen nicht sagen, wir sind jetzt alle da, sondern es hat ja jeder nur eine 50% Chance auf eine Karte. Und deshalb haben wir uns entschieden, eben dann der aktiven Fanszene nicht zu erscheinen im Stadion. Fairerweise muss man sagen, dass diese Argumentation ja nun nicht ganz aus der Luft
gegriffen ist, sondern dass man dafür auch Verständnis haben kann, wenngleich ich meine Meinung von Ihnen schon aufrechterhalte, dann wären diese 1600, die letztendlich noch fehlten, doch wichtig gewesen, wenn sie im Block gestanden hätten. Aber, wie gesagt, diese Argumente sollte man vielleicht auch noch kurz nennen. Einer mit zu Hause, wenn er was dazu sagen wollte, oder kannst du es nur unterstreichen, weil er sagt, das stimmt ja so? Alles gesagt, also das ist sicherlich auch ein Argument, wobei das Hauptargument natürlich schon ist auch, dass man das Thema Personalisierung geht, natürlich auch einen Weg gehen will und insgesamt natürlich auch für, man hat uns das ja auch erklärt, also man hat ja gesagt, das hat nichts mit dem Verein zu tun und tut den Jungs am meisten, wie wenn sie selber nicht beim Derby sein können, das muss man auch ganz deutlich sagen. Aber letztlich will man auch zeigen, dem DFB und auch der Polizei, die das ja auch für ein probates Mittel hält, Ticketkontingente zu kürzen, dass es halt so nicht richtig sein kann und das unterschreibe ich auch. Also ich kann das nachvollziehen. Trotzdem, ich bleibe dabei, wir hätten sie gerne im Stadion gehabt. Ob das Ticketkontingent dann gereicht hätte, weiß man nicht. Normal bei solchen Spielen, wenn wir 5400 Tickets bekommen, sind die Karten auf jeden Fall nach einem Tag weg. Und es sind viele Mitglieder, die sich auch so angeschlossen haben. Also von daher ist es schon ein Thema, was über die aktive Fanszene auch hinausgeht. Okay, dann haben wir das zumindest jetzt mal erwähnt. Wir werden das weiter beobachten, ohne Zweifel, dass auch wieder ansprechen, dass es da mal neue Erkenntnisse gibt. Weil irgendwann muss ja diese Demo auch mal was bringen. Ne? Also wenn das jetzt einfach nur in den Sande verläuft, dann geht das ja immer so weiter. Machen wir einen Haken dran, zumindest für heute, und reden über das Sportliche. Und ja, so Karl-Heinz Thiel war selbst ein bisschen überrascht. Die Info ist ja noch relativ frisch, dass mit Marco Höger heute ein defensiver Mittelfeldspieler verpflichtet wurde, 26 Jahre alt, von Schalke 04, Kölner, also aus dieser Stadt hier geboren. Kannten Sie ihn, kennen Sie ihn und was halten Sie von der Verpflichtung? Für mich ist es sehr schwer zu beurteilen. Ich weiß nur, dass er in Schalke gespielt hat und noch spielt, ja. Ein paar Mal verletzt war, hat also immer Probleme. Ich weiß nicht, hat er vorher in Aachen gespielt? Ja, dann ist es... Marken kennt ihn wahrscheinlich. Ja, und der Jörg wird ihn beurteilen können. Ich kann das nicht und deshalb enthalte ich mich der Stimme. Ich habe nur von dir gehört, dass es eine Verpflichtung in die Breite ist. So wird es in der Fanszene ein bisschen aufgenommen. Da muss ich sagen, von Verpflichtungen in der Breite habe ich gar nichts. Warum? Also wenn ich einen Spieler verpflichte, versuche ich einen besseren Spieler zu bekommen, als ich habe. Weil die Erfahrung zeigt über Jahre, dass meistens die guten Spieler in der Amateurmannschaft vom Ehrgeiz die Spieler, die irgendwo auf der Bank sitzen, ausgleichen. Also brauche ich sie nicht zu holen. Es kann sein, dass der Höger, sagen wir mal, weil der Jörg ihn ja kennt, eine Verstärkung ist. Und ich hoffe jedenfalls, dass er eine Verstärkung ist. Er hat zumindest in seiner Vita 17 Champions League-Spiele stehen und 13 Europa League-Spiele. Europa ist ja auch ein Thema, was hier immer wieder gerne gestreift wird. Ja, was sagst du dazu? Ich meine, es kam ja sehr überraschend. Es kam sehr überraschend. Ich glaube, der Express hatte im vergangenen Sommer mal darüber philosophiert, ob man ihn verpflichten könnte oder ob er auf der Liste steht, derjenigen, die zum 1. FC Köln kommen sollen. Aber vielleicht ist es ja tatsächlich so ein Fingerzeig für die Zukunft. 5-Jahres-Vertrag, habe ich gelesen, hat er bekommen. Er hat internationale Erfahrung. Haben ja noch nicht allzu viele jetzt im Team. Insofern, gut, die internationalen Länderspiel-Asse mal außen vor gelassen. Aber sagen wir wirklich, dass die Mannschaft als FC international gespielt hat, ist lange her. Braucht man vielleicht einen, der das kennt, der weiß, wie sich in ausländischen Hotelbetten übernachten lässt. Also insofern finde ich es einfach mal eine Geschichte, die man riskieren sollte. Was natürlich schwierig ist, die Verletzungsvita, das muss man beobachten, aber es gibt ja auch die medizinischen Checks und die werden absolviert und da wird man sich schon ein Bild gemacht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jemanden verpflichtet, von dem man ausgeht, dass er die nächsten 5 Jahre, 4 Jahre verletzt ist. Warten wir mal bei Ishaku, glaube ich. Ne? Aber das Thema wollen wir jetzt verlassen. Das ist aber auch ein anderer Manager, soweit ich mich das erinnere. Das ist die Steinzeit schon gar nicht mehr wahr. Also da wollen wir nicht vorreden. Also der Jörg Binde von Aachen und der weiß, was er tut. Ich glaube auch, dass er ihn als einen Spitzen, also eine Verstärkung für die Spitze sieht. Er ist 26, Rainer, und hat wie gesagt eine gute Vita. Den würdest du wahrscheinlich nicht kriegen, hätte er vielleicht nicht diese Verletzungsakte. Und auch da wird selbst sich ja keine Gedanken gemacht haben. Wie hast du es aufgenommen? Du wirst ja auch erst. Ich war genauso überrascht wie jeder andere auch. Das ist ja bei uns im Club mittlerweile so. Ich glaube auch, dass wir uns da extrem weiterentwickelt haben. Muss man einfach so sagen. Sie sehen das nicht überraschend. Wenn sie unter Dach und Fach sind, und ich glaube, da haben wir uns schon alle positiv verändert und weiterentwickelt.
kann zum Spieler selber wenig sagen. Also ich sage immer so, das Fußballerische ist nicht so meine Kernkompetenz. Ich habe andere Kernkompetenzen. Aber ich würde mich wundern, wenn wir einen Spieler verpflichten würden, nur als Ergänzungsspieler zu einem Vermarkt. Ja, glaube ich nicht. Und von daher, 5-Jahres-Vertrag ist ja auch ein deutliches Zeichen. Ich glaube, das machst du nicht, wenn du jemanden verpflichten willst, der nur in die gehen soll. Ja, dann liegt Don Scheffel, du warst Bezirksliga A gespielt, habe ich gehört. Also, die Kreisliga B wird es nicht übertragen. Aber du meinst, dass der Ball rund ist, ja. Aber bemerkenswert, ich weiß nicht, wie Karl-Heinz Thielen das sieht, ist ja, dass der FC deutlich dazu übergeht, Spieler, wenn sie neu verpflichtet werden, lange Verträge zu geben und auch Spielern, die schon an den Verein gebunden sind, schon vor Ablauf einer bestimmten Frist noch über weitere Jahre hin zu verpflichten. Das ist ja durchaus eine Perspektive, die da geboten wird. Und welcher andere Verein macht das in der Bundesliga, über so lange Zeiträume die Mannschaft zusammenhalten zu wollen? Ja, da musst du von einem Spiel überzeugt sein, sonst kannst du diese langfristigen Dinge nicht machen. Dasselbe gilt für unseren Trainer Schöger, der auch einen langfristigen Vertrag hat. Das geht nur, wenn man Vertrauen hat. Und wir drücken ja alle unserem FC die Daumen, dass das auch gut geht. Ja, sieht ja auch ganz gut aus. Also ich meine, wir reden gleich nochmal darüber sprechen, wie der FC aktuell dasteht. Vielleicht sollten wir jetzt mal den Marco Höher mal weglassen. Wir können ihn einfach noch nicht so richtig beurteilen. Klar, ein bisschen kennen wir ihn aus der Liga, ohne Zweifel, aber er hat lange nicht mehr gespielt. Warten wir es mal ab, heißt ihn willkommen, selbstverständlich. Er kommt ja auch erst im Sommer, also von daher eine Verpflichtung, die ja, von meiner Hand eingestellt wurde. Er hat aber eben gesagt, vielleicht können wir darüber noch kurz reden, dass diese Sachen als ehemaliger Manager auch des ersten FC Köln und verantwortlich fürs Double mal nebenbei erwähnt, dass der FC jetzt so diese geräuschlosen Sachen so macht, also im Gegensatz zu früher, wo Faxe nicht funktioniert haben und andere Dinge nicht so richtig geklappt haben. Wie kommt das bei Ihnen an? Also da wird schon auf einer anderen Basis gearbeitet, oder? Ja, das Geheimnis ist immer, dass man den Mund halten kann im Fußball. Und, das war zu unserer Zeit auch. Niemand wusste, dass wir einen Vertrag mit dem Baske hatten. Niemand wusste, dass ich einen Vertrag mit dem Schuster hatte. Niemand wusste das. Und man muss allerdings wissen, dass wir darunter gelitten haben, weil die Express nichts erfahren hat. Und die Bundzeitung haben sie uns dann in Grund und Boden geschrieben. Und ich erinnere mich in dem Jahr, als eine Schlagzeile, als ich beide unter Vertrag hatte, den Baske und Schuster, hieß es, der Thielen kauft nichts. So, und was hat er jetzt für Jugendspieler geholt? Also es war damals so ähnlich. Wir haben versucht, den Mund zu halten, was sehr schwer ist, weil damals der erste FC Köln ja auch ein Club war, der in der Öffentlichkeit vielleicht die Nummer 1 war. Und erst später, als dann Misserfolge kamen, dann macht man auch Fehler. Dann stehst du als Präsidium unter Druck, du stehst als Manager unter Druck, du stehst als Trainer unter Druck und dann wird es immer schwieriger. Und dann gibt es die fälschliche Meinung, dass du dich als Mitglied dieses Vereins mit irgendeinem Medium gut stehen willst und dann machst du den Mund auf und verrätst ihm alles in der Hoffnung, dass du dann runter. Das gibt es auch. Ich stelle genau das fest, was der eine Mendel gesagt hat, dass keiner was erfährt, das gefällt mir sehr gut. Das heißt ja mittlerweile schon, dass es aus Teilen der Mannschaft und auch aus Teilen des ersten FC Köln Mitleid mit dem Boulevard-Journalisten gibt. Jetzt bist du ja nicht beim Boulevard, du bist beim BDR. Hast du dieses Mitleid auch schon erfahren? Ich beobachte. Also aus den Kreisen meiner Kollegen noch nicht, weil wir da auch nicht so vorpreschen müssen. Wir haben halt einfach eine andere Aufgabe in der Beobachtung dieses Vereins. Aber dass einem die Kollegen von den Boulevardzeitungen etwas mehr Leid tun als früher, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Es ist auch schwierig, aus diesem Verein jetzt jeden Tag eine Schlagzeile rauszuholen. Das war früher überhaupt kein Problem, vor 3-4 Jahren. Als wir hier saßen, haben wir ja häufig auch darüber gesprochen. Und genau das, was Karl-Heinz Thielen sagt, das ist, glaube ich, so der ganz entscheidende Moment im Boulevardjournalismus, dass man sich dann mit einer Zeitung gut versteht und sehr möglichst alles steckt und dann auf der Gegenseite erhofft, gute Presse zu bekommen. Das ist beim FC so oft schiefgegangen, dass man daraus offensichtlich gelernt hat. Ich wundere mich allerdings, dass noch nicht mal Rainer Mendel dann von so einer Verpflichtung vorher Bescheid hat. Ich frage mich dann, was erzählen die sich eigentlich beim Mittagessen im Geisbock an? Da muss es doch irgendwelche Themen geben. Oder der Schmatzke, wie hält er das denn mit Werde zusammen und vielleicht weiß Spinner noch Bescheid, wenn überhaupt. Wie schafft er das da im Geisbock an, dass da keiner von mitbekommt?
Ja gut, wir erfahren schon zum gleichen Zeitpunkt, wo ihr es erfahrt. Entschuldigung, das ist ein bisschen spät. Ja, eine Minute vorher. Nein, ich finde aber, jeder kümmert sich um das, was er letztlich kann, um seine Kernkompetenzen. Und ich glaube, ich meine, du hast es ja gerade eben selber gesagt, dass wir da ganz andere Zeiten erlebt haben. Und ich glaube, Karl-Heinz hat es auch gesagt, wichtig ist die Verschwiegenheit, die Dinge unter Dach und Fach zu bringen und dann zu informieren. Und ich glaube, da können die Mitarbeiter auch sehr, sehr gut umgehen, dass sie das auch dann erst zu dem Zeitpunkt erfahren, also unter Dach und Fach ist, weil, ja, Fußball ist sehr interessant, dann redet der eine vielleicht und dann der andere. Also gerade bei dem Thema Transferverpflichtung, glaube ich, tut uns die Verschwiegenheit sehr gut, das heißt nicht, dass es ein anderes Thema ist. Okay, also ein bisschen Flurfunk gibt es noch, aber da kriegen wir natürlich alle nicht mit. Ja, manchmal wird man ja gerne Mäuschen spielen, aber das habe ich ja früher schon oft genug gemacht. Karl-Heinz Thiel, vielleicht sollten wir eine Thematik aufnehmen, die ja letzte Woche schon witzigerweise besprochen wurde, da war nämlich der Harry Konopka hier. Und es ging um die Thematik, das Präsidium wird ja dieses Jahr neu gewählt und da ist natürlich auch dieses Thema, dass es einen bezahlten Präsidenten also eine Vergütung geben soll. Das wurde letzte Woche als völlig normal hingestellt. Das sind so Dinge, die halt einfach bei so viel Aufwand notwendig sind. Sind das so Dinge, wo Ihnen so ein bisschen die Ohren klingeln, weil als Sie das, glaube ich, mal angesprochen haben, ist Ihnen ganz anderer Wind ins Gesicht geweht. Wie stehen Sie dazu? Also ich begrüße das, weil wenn die drei auch nicht unmittelbar mit den Verpflichtungen im Fußball zu tun haben, so tragen sie doch als Vorstand die Verantwortung. Und es geht hier mittlerweile um Vereine mit 100 Millionen, 200 Millionen Bayern und was weiß ich Dortmund. Und da halte ich dieses Ehrenamt für überholt. Das habe ich gesagt 1986. Und habe gesagt, also wir müssen das ändern. Oder ich höre auf. Und dann hat sich der Club dazu entschieden, dass ich aufhöre. Wann haben wir nichts mehr gewonnen? Das habe ich dann auch gemacht. Habe nur gebeten, dass wenn wir nochmal wieder Meister oder Pokalsieger werden, dass ich dann auch zu dieser Meisterschaftsfeier eingeladen werde. Das haben sie mir versprochen. Aber jetzt, um es nochmal ernsthaft zu sagen, es ist ganz klar. Und ich war damals schon überzeugt. Und vor allen Dingen, weil der erste FC Köln, der Club war, der immer alles zuerst gemacht hat. Also, wir waren auch verantwortlich für damals für die Transfergeschichte. Da bin ich nach England geflogen und dann hat er aus Gemaß das mit dem Wilhelm Neudecker beim DFB durchgebracht. Und dieser Tatsache verdankt dieser erste FC Köln noch vielleicht sein Leben, weil wir damit, oder ich, den ersten Transfer machen konnte, der über 800.000 Mark war, nämlich mit Jupp Kapellmann. Ohne diese Vereinbarung waren wir platt und pleite, weil wir hatten kein Stadion. Ich weiß nicht, ob Sie erinnern sich noch an die Radrennbahn. Da hatten wir 28.000 Zuschauer maximal. Wir hatten so viele Nationalspiele. Und ich freue mich immer, wenn die Leute sagen, ja, die Titel und als Spieler warst du zweimal Meister und als Manager. Das Größte für mich war, dass wir in dieser Zeit keinen einzigen Nationalspieler verloren haben, obwohl wir weitaus weniger Geld in der Kasse hatten. Wir haben zwar einen Trick gemacht, wir haben mehrere Tricks gemacht, aber einer war, dass wir die Radrennbahn umgebaut haben und haben nur Sitzplätze gemacht. Das heißt, Schalke 04 mit 60.000 Zuschauern, wovon 55.000 Stehplätze waren, einen gewissen Einnahme hatten, so hatten wir genau dasselbe, weil wir so viele Sitzplätze hatten. Das heißt, der Schnitt unserer Eintrittskarten war sehr hoch. Aber es ist natürlich immer sehr schwer, nur ich sage, die Verantwortung ist heute groß. Du kannst, wenn du diesen Job hast, kannst du nicht mehr gut schlafen. Das ist so. Du nimmst die Probleme mit ins Bett. Und ich sage, warum soll man die Leute nicht bezahlen, die sich bereit finden, das auf sich zu nehmen und sagen, gut, das spielt immer eine persönliche Sache, eine Rolle, machst du das gerne, willst du in der Öffentlichkeit sein, aber die Realität holt dich sehr schnell ein. Und im Augenblick können wir froh sein, dass alles beim ersten FC Köln im Moment harmonisch ist. Und ich bin überzeugt, wenn der Vorstand bezahlt wird und die Leute sich noch ein bisschen mehr darum kümmern können, wird es vielleicht noch besser. Also ich begrüße das. Okay, Charles. Das ist auch schon überraschend, wie der Wind sich gedreht hat, ne? Dass man jetzt halt solche Sachen angehen kann. Und vor ein paar Jahren war das noch kein Thema. Wie stehst du dazu? Ja, ich habe
ja jetzt wie alle anderen auch vernommen, dass der erste FC Köln zum ersten Mal mit 100 Millionen Umsatz das Jahr abschließt, was jetzt im kommenden Sommer der Fall ist. Also das dann abgelaufene Geschäftsjahr liegt dann bei 100 Millionen Euro Umsatz. Und dann stellt sich natürlich die Frage, tatsächlich kann das jemand verantworten im Ehrenamt. Auf der anderen Seite frage ich mich mal rein praktisch, Werner Spinner ist sowieso Tag und Nacht für den Verein unterwegs. Was könnte man jetzt als bezahlter Präsident da noch drauf stocken? Da müsste man irgendwie mit ihm verhandeln und mit ihm direkt das Gespräch suchen, denke ich jetzt. Nein, der gibt ja jetzt auch schon alles. Der ist ja Tag und Nacht für den Verein im Ehrenamt unterwegs. Dann kann man es auch möglicherweise in einer anderen Rechtsform weiterführen. Aber es gibt für meine Begriffe noch ein zusätzliches Argument, und zwar... Und das ist ein Thema, was mir sehr weh tut. Wenn du jetzt siehst, was bei der FIFA passiert, was beim DFB passiert. Und für meine Begriffe ist die Ursache von all diesen Übeln, ist dieses Ehrenamt in diesen Positionen. Nicht was die Amateurmannschaften angeht und die Jugendmannschaften. Da ist klar, aber wenn es um 100 Millionen geht und bei der FIFA um Milliarden, dann ist die Verlockung so groß, dass du einen Weg suchst, dich an dieser Sache zu beteiligen, das ist menschlich. Das kann mir keiner erzählen, dass du dann nicht sagst, verdammt nochmal, ich mache das alles umsonst, bin ich eigentlich bescheuert. Und das ist der erste Schritt zum Betrug. Der fängt an mit den Aufwandsentschädigungen. Ne? Gut, wenn ich dann, sagen wir mal, Kosten habe im Monat für 1.000 Euro und kriege eine Aufwandsentschädigung von 40.000 oder so, dann ist das auch nicht in Ordnung. Das hat mit Aufwandsentschädigung nichts mehr zu tun, das ist eine Bezahlerei. Und deshalb bin ich immer für Klarheit. Ich bin auch für Klarheit gewesen, was den Franz Beckenbauer angeht. Warum kann man nicht sagen, uns fehlen zwei Stimmen zu dieser Europameisterschaft oder was das war? Und wir haben Geld genug, um das zu regeln. Warum kann ich das nicht öffentlich sagen? Dann habe ich nämlich zwei Dinge. Die Leute wissen Bescheid und sagen, du hast recht. Und zum Dritten, derjenige, der das Geld kriegt, da weiß die ganze Öffentlichkeit, dass das Geld geflossen ist. Der wird es also nicht in seine eigene Tasche tun, wie die ganzen Fürsten, die da überall die Vereine und Verbände anführen, die ganzen schwarzen Mäuse da. Ich bin für Offenheit im Fußball. Und dazu gehört meines auch die Bezahlung dieser Leute, die den Club führen. Und das kann jeder wissen und dann hast du auch keine Probleme. Ja, wenn der Präsident in nächster Sicht nur dein Präsident und dein Arbeitskollege ist, dann kannst du das ja auch noch begrüßen, oder? Ich meine, das ist alles gesagt. Ne? Also, der muss sich da auch nicht weiterentwickeln. Jetzt ein ganz anderes Summen im Spiel, als das noch vor 10, 15 Jahren war. Kalasina hat es aber schon 86 trotzdem gefordert. Also von daher, die meisten Vereine machen es ja mittlerweile auch. Aber du hast ja alles gesagt worden. Mainz kommt eine Diskussion über Aufwandsentschädigungen auf. Vor 3-4 Wochen, wo der Verein dann klarstellen muss, dass der Präsident Strutz, wie viel der bekommt und was weiß ich. Also von daher, ich glaube, ich kann nur so viel sagen, dass alle drei so dermaßen engagiert sind. Ich weiß nicht, also die arbeiten 250 Tage im Jahr für den Club, sind die unterwegs. Und dann finde ich auch gut, dass die Mitglieder den Weg geebnet haben, dass auch eine Aufwandsentschädigung zu sollte. Das ist nicht nur legitim. Karl-Heinz-Team, wir müssen über eine Sache natürlich noch sprechen. Es gab ja im Winter einen Vorstoß von Ihnen, der ging um Wolfgang Overath. Diesen Vorstoß sah so aus, dass Sie gesagt haben, dass man von FC-Seite und auch von Overath-Seite aufeinander zuzugehen sollte. Und es hat es geheißen, dass das schon passiert sei, aber es noch zu keinem Termin kommen. Wissen Sie da was Neues? Gibt es darüber schon neue Informationen für uns? Weil ich vermute mal, Sie haben noch eine Verbindung zu Wolfgang Overath. Ja, ist doch klar, dass die Verbindung bleibt. Wolfgang ist unser bekanntester Spieler in der ganzen Welt. Ich bin sehr oft in Südamerika, in Buenos Aires, weil meine Tochter da verheiratet ist. Und wenn es um einen Spieler des 1. FC Köln geht, dann kennt er jeder den Wolfgang Overath. Ja. Den Hans Schäfer, den kennt schon keiner. Aber obwohl er für mich einer der wichtigsten Spieler überhaupt war in diesem Club. Aber und für meine Begriffe gehört dieser Wolfgang zu diesem Club als Aushängeschild. Und man muss auch gewisse Dinge vergessen können, auch wenn man sich mal über vielleicht einige Personen geärgert hat. Letzten Endes sind wir bei diesem Club eine große Familie und viele Erfolge verdanken wir auch dem Wolfgang Overath. Ja, jawohl. Ja. Also, wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Das ist
Zeit denn irgendwann reif in diesem Jahr für ihn? Den Zeitbegriff von Wolfen kann ich ja nicht genau definieren. Aber ich denke, dass auch er irgendwann sagt, ich muss in das Stadion wieder mal von Ihnen sehen. Und darüber würden wir uns, glaube ich, alle freuen. Ja. Okay, das ist mal so schön. Wir nehmen das Bild in die Kaufe. Wir machen das jetzt einmal. Und da werden wir gleich natürlich auch wieder über das sportliche Element sprechen. Und das machen wir, wie gesagt, nach der Pause. Bis gleich. Ciao. Willkommen zurück beim FC Stammtisch. So, ich mache jetzt was ganz Brutales. Das ist ein FC-Stammtisch und trotzdem muss ich jetzt mal ein Stadion, was ein paar Kilometer weiter hinten ist, mal in Fokus nehmen. Karl-Heinz Thiel, wir hatten gestern in der Bundesliga einen einmaligen Vorfall. Und der ist so einmalig, dass Bayer Leverkusen tatsächlich heute mal in den FC-Stammtisch darf, auch wenn sie nicht gerade Gegner sind. Der uns allen sehr bekannte Schambolzen Roger Schmidt hat gestern wieder gesagt, dass er eine bestimmte Art hat, die nicht jedem gefällt. Also jedenfalls diese Geschichte, ich brauche nicht dran drum herum reden, das ging um diese Sache mit dem Schiedsrichter Zweier. Also, wie haben Sie das wahrgenommen? Sind Sie ein Verständnis dafür, wie er reagiert hat? Und finden Sie es richtig, dass jetzt eine größere Strafe ansteht, die ja laut DFB wohl im Raum ist? Also ich war nicht im Stadion und deshalb kann ich das auch nicht hundertprozentig beurteilen. Ich habe es dann im Fernsehen gesehen, dass dieser Freistoß da nur 5 Meter in der falschen Richtung ausgeführt worden ist und dann das Tor gefahren ist. Das ist immer klar, dass man sich darüber aufhört. Auf der anderen Seite gibt es Regeln. Und wenn es so ist, wie der Schiedsrichter gehandelt hat und mittlerweile glaube ich, dass er den Regeln nachgehandelt hat, dann muss man sich als Sportler dem beugen, ob einem das passt oder nicht. Und Ich kann auch verstehen, dass der Schmidt explodiert ist, das gibt es auch. Aber ein Trainer muss auch irgendwo Vorsitz sein. Da kann ich nur unseren Stöger wieder loben, dessen beste Gäste für mich, als er den Schiedsrichter kritisiert hat, als er dieses Handtor gemacht hat, als er diese Brille gezeigt hat, das war für mich eine Kritik, die zum Schmunzeln führt, die man gut findet, die sympathisch ist und alles andere. Aber wenn du aktiv da an der Außenlinie bist, dann ist klar, dass du manchmal die Nerven verlierst. Und das ist in dem Fall wahrscheinlich gewesen. Die Regeln sind so, den Regeln muss man sich beugen. Für mich, ich denke, keine Minute mehr davon. Okay, wir wollen auch nicht zu viel Zeit damit verschwenden, aber dennoch, eben weil es so ein einmaliger Vorgang war, man muss ja, wenn man sich jetzt mal von dem Verein auch löst und Verein, naja. Also wenn man sich davon löst, dann ist das ja wirklich eine Szene, die auch man sich aufregen kann. Aber so weit dann zu gehen, dass man das nicht macht, ich meine, da geht es auch, was gerade gesagt wurde, um die Vorbildfunktion auf die Kreisklasse, auf was auch immer. Ja, sehe ich auch so. Ich bin mal gespannt, wie der DFB mit dem Thema jetzt umgeht, weil wenn man für den Eierkopf schon 6.000 Euro bezahlt hat, dann ist man auf die Strafe jetzt gespannt. Letztlich sage ich auch, klar, es sind Emotionen im Spiel, die ich auch nachvollziehen kann, aber wenn der Schiedsrichter andeutet, du musst auf die Tribüne, dann sollte man dem auch Folge leisten, dass ein Spiel unterbrochen wird. Für 10 Minuten hat mich auch überrascht. Das kennt man ja sonst immer noch, wenn Pyrotechnik oder sonstige Dinge im Spiel sind. Aber es ist Regelwerk und von daher muss man auch dann von Bayern Leverkusen akzeptieren. Ich habe da noch eine Frage zu, weil ich war nicht dabei. Ist es wirklich so, dass der Schiedsrichter von 50 Metern den auf die Tribüne gebeten hat oder ist der Schiedsrichter zu ihm hingegangen und hat gesagt, der spielt? Aus der Fahne. Ist aber regelkonform. Ja, ist klar. Aber das ist meines Erachtens auch nicht der Final. Also ein Platzverweis. Er hat sich an den Spielführer gewandt, der Schiedsrichter, der das wiederum als Botschaft weitergegeben hat. Und das entspricht genau den Regeln. Und dagegen kann man sich eigentlich nicht wehren. Was mich am meisten eigentlich schockiert, wenn das war, ist das Rudi Völler nachher für mich die Fassung von Raum. Da muss ich mich fragen, was hat der Mann gelernt und würde unser das ist ja auch dann nicht erst der, das kommt ja noch dazu. Mann. Er meint dann auch in irgendeiner anderen Klasse der Gerechtigkeit spielen zu dürfen. Das finde ich total inakzeptabel.
Und da muss ich nicht nur Stöger auch lobend erwähnen, sondern auch unserem Schweifke, der das auch nicht passiert. Das kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Und diesen Eierkopf, den fand ich eben auch eine verzeihliche Geschichte. Und in dem Zusammenhang bin ich auch sehr gespannt, was Bayer Leverkusen das kosten wird. Und da muss plötzlich der DFB auch dran messen lassen müssen, was er da für eine Strafe verhängt. Denn das wird Signalwirkung haben oder eben nicht. Wenn ich da jetzt auch mal was zu meiner Meinung zu sagen darf, ich fand die Reaktion von Rudi Völler eigentlich fast noch schlimmer. Also sich dann mal anschließend hinzustellen, ich meine, er müsste ja eigentlich derjenige sein, der es versucht einzuordnen, der versucht da auch, sage ich mal, bei allem Ärger, den ich nachvollziehen kann, absolut aus der sportlichen Sicht, ich hätte mich auch so aufgeregt, aber dann so aus der Haut zu fahren und das nicht zum ersten Mal. Also da sind wir bei dem, was ich gerade, was der Rainer gerade gesagt hat. Also wenn der Jörg Schmatke 6.000 Euro für ein paar Eierköpfe bezahlen muss, dann bin ich auf das Strafmaß, der eine Eierkopf, dann bin ich auf das Strafmaß auch für Uli Völler sehr gespannt. Also wir werden das mal beobachten und ja, schauen, ob wir darüber nochmal ein paar Worte reden wollen. So, aber damit machen wir einen Haken an Leverkusen, Gott sei Dank. Und wir reden wieder über den wunderbaren 1. FC Köln. Und da ist es so, es gibt so eine Thematik hier bei uns, Karl-Heinz Thiel, in den letzten Wochen. Auch letzte Woche haben Harald Konopka und Matthias Scherz, die hier waren, auch gesagt, also bei allem, wir haben nach unten geguckt, also sprich in den Tabellenkeller, haben nicht nur darüber gesprochen, dass man auch mal nach Europa könnte. Auf der anderen Seite haben die so beide ein bisschen vermisst, dass der FC vielleicht auch den Anspruch formuliert, wir wollen ein bisschen mehr als nur, ja, ich sag mal, gegen den Abstieg spielen. Ich meine, es ist ja wirklich so eine Situation, du hast nach oben hin, bist du relativ verhältnismäßig nah dran, aber auch wieder ein gutes Stück weg, nach unten hin hast du ein bisschen mehr Luft. Wie kann man sich als Verein da jetzt aufstellen? Einfach nur die Punktzahl hinschreiben an die Wand, 40 Punkte und dann schauen wir mal? Ja, als Verein musst du das nächste Spiel gewinnen. Und dann ergibt sich selbst die nächste Richtung. Die wichtigen Dinge im Leben sind immer einfach. Alles, was kompliziert ist, taugt nicht. Du musst frühzeitig eine Entscheidung treffen. Das gilt auch in der Politik jetzt. Das größte Problem unserer Regierung ist, dass sie keine entscheidende Entscheidung hat. Ich sage, dann mach lieber eine falsche Entscheidung, die kannst du korrigieren. Aber gar keine Entscheidung, dann ist überhaupt nichts. Und das ist unser großes Problem überhaupt. Und wenn es jetzt darum geht, nach oben oder nach unten zu gucken, ich war, glaube ich, vor einem Jahr hier schon mal, als ich mit unserem Schatzmeister, mit Ritterbach, der dann sagte, ja, wir wollen mit der 14. oder 15. werden, dann habe ich gesagt, lieber Ritterbach, ich kann es nicht verstehen als Sportler, dass ich mit einem Anspruch in diese Saison gehe, nicht besser zu spielen als die letzte Saison. Das muss doch das normale Ziel sein. Ich werde ja niemals deutscher Meister, wenn ich sage, ich will immer 14. werden. Oder ich bin zufrieden, wenn ich 14. werde. Natürlich ist das wichtig für den Klassenerhalt, das wissen wir alle. So, da freuen wir uns auch drüber. Aber das Ziel, das nächste Spiel zu gewinnen, das Ziel, vielleicht 10., 9. oder 7., ich habe dann gesagt, wir werden einen Platz zwischen 8 und 12 erreichen. Aber anstreben musst du den, ob du den dann erreichst, ist was anderes. Und das kannst du nur, indem du dich aufs nächste Spiel konzentrierst, besser spielst als im letzten Spiel. Und dann ist klar, das heißt mir in der Halbzeit auch aufgefallen, der Abstand nach oben ist zum ersten Mal kleiner als der Abstand nach unten. Also wir sind auf der sicheren Seite und über den Klassenverbleib mache ich mir gar keine Sorgen. Du wolltest was sagen, Jochen? Ja, da fallen mir eigentlich spontan zwei Dinge zu ein. Wir hatten in der DDR-Lokalzeit aus Köln unter anderem mal Christian Löhr, der am Ende der Hinrunde vorgerechnet hat, wir haben jetzt 24 Punkte. Wenn wir das nochmal schaffen, haben wir 48. Das hat in der vergangenen Saison für den Europa-League-Platz gereicht für den FC Augsburg. Das ist mal Punkt 1. Das Zweite, ich frage mich, Karl-Heinz Thiel, was hätte der Vorstand davon, unglaubliche Ziele zu definieren und loszubesorgen. Es ist entscheidend, was die Innen sagen. Das können wir wahrscheinlich gar nicht so richtig beurteilen. Wir hatten jetzt Werner Spinner dann im Sommerinterview in Kitzbühel und da habe ich auch gedacht, Herr Spinner, jetzt kann er mal einen raushauen, kann er mal sagen, was jetzt los ist. Wir werden 10. oder 11. Ich habe versucht, auf alle möglichen Art und Weisen es aus ihm rauszukitzeln. Es hat nicht funktioniert. Er sagt immer 15 minus 1, also 14. Das sei Saisonziel und er würde sich nicht auf was anderes festlegen lassen. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, es ist doch völlig egal, welches Ziel der Präsident nach außen hin verkauft. Es ist ja eigentlich wichtiger, was die Mannschaft sich selbst vornimmt.
Und ich denke schon, dass die Mannschaft deutlich ehrgeiziger ist als das, was der Präsident nach außen uns erzählt. Und das finde ich eigentlich die richtige Art und Weise, wie man da angehen sollte. Es ging auch nicht darum, was nach außen erzählt wird, sondern was sie innerlich anstrengen. Das ist das, was ich sage. Ja, das ist aber die Sache dann der Mannschaft. Und ich denke schon, wenn ich mir die Einzelnen so angucke, die sind auch mit 15 nicht mehr zufrieden. Es gibt ja auch Spieler, die müssen irgendwann europäisch spielen. Timo Horn gehört dazu. Das hat man ihm auch deutlich genug gesagt, obwohl er spielt ja jedes Jahr gegen mehrere Champions League-Mannschaften. Aber das ist ein anderes Thema. Rainer, vielleicht mal, was du so mitbekommst, auch von den Fans. Weil ich meine, du bist das Bindeglied zu den Fans. Was hörst du von denen am meisten? Obwohl noch Europa oder, mein Gott, es muss ich wieder absteigen? Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Natürlich muss man sich immer Ziele setzen. Tut der Club aber auch. Letztes Mal 15. Mal, wie ist das aber? Und 14. Wir tun ganz gut. Ja, ja, können wir sogar letzten Jahren. Aber das wird schon schwer nach dem 14. Moment. Aber ich kann mich erinnern an vorherige Präsidien und ich darf in dem Club seit 1989 arbeiten. 5 Jahrespläne, Europa. Was ist draus geworden? Nix. Also, von daher sage ich ganz offen, man muss sich immer versuchen zu verbessern. Ich glaube, die Handschrift ist erkennbar. Im sportlichen Bereich, überall im Club ist das erkennbar. Aber da Ziele rauszubesorgen, hatte ich gar nichts. Und ich glaube auch, wir haben im Abschied nichts mehr zu tun. Wir müssen halt die Saison so weiterspielen, wie wir jetzt spielen. Und dann hast du schon 40 Punkte. Und dann kannst du dir neue Ziele aussetzen, für den Lauf der Saison. Und ja, nur wissen, wie das jetzt, wie gesagt, die Fans sehen wollen, mit denen du spielst. Ja, das ist aber auch die Meinung, also die. Das ist eigentlich auch die Meinung der Fans, zumindest die sich mit mir in Verbindung setzen. Und das sind nicht gerade wenige. Ich habe auch hier viel Zustimmung gerade bekommen für die Aussage. Aber klar, träumen vor allen Dingen auch die Älteren nochmal davon, dass wir nochmal international spielen. Momentan sind es nur Testspiele. Rennt die Zeit weg, Rainer. Bitte? Uns rennt die Zeit weg. Du bist ja noch an einem Alter, wo ich mindestens noch 20, 25 Jahre gebe. Ich glaube, dann können wir weiterreden, was du da machst. Siehst du mindestens so jung aus. Also letztlich, wie gesagt, alles dazu gesagt. Ich glaube, wir tun gut daran, so weiterzuarbeiten, der Club, wie es jetzt aktuell macht, und stetig weiter zu verbessern. Ich hatte mir nur überlegt, wie es mit der Busreise mit dir nach Dnepropetrovsk geht. So ein kleiner Mailand, aber ich würde auch den Dnepropetrovsk nehmen, also ist mir auch egal. Aber nein, jetzt um das mal klar zu sagen, das wurde letzte Woche auch noch ein bisschen so dargestellt im Express, als wenn wir alle nach Europa schreien. Wie gesagt, wir gucken in beide Richtungen an. Wir haben bei diesem Standpunkt auch schon ganz andere Zeiten erlebt. Du warst oft genug dabei, also auch in der zweiten Liga. Also wir wissen schon, wo wir herkommen, das haben wir nicht vergessen. Wir können aber auch rechnen. Also wir sehen, dass nach oben der Puffer kleiner ist als nach unten. Das ist richtig, aber ich bin auch eher auf einer Seite. Wir machen ja zu Beginn der Saison auch immer eine Umfrage unter unseren Zuschauern und unter den Fans vor allen Dingen, dann bei euren Eröffnungstrainings und wenn die Mannschaft vorgestellt wird. Und auch da, wenn man die Interviews macht mit den Fans, dann denkt man, ja, es muss doch mal einer kommen, der von Europa oder Champions League redet. Es ist nicht so, man findet ihn nicht, ne? Den Fan, der irgendwie träumt von 1 bis 5, sondern die meisten sind tatsächlich sehr realistisch und freuen sich über alles das, was dann in der Saison erreicht wird. Und da hat sich, glaube ich, auch unter den Fans was verändert. Das gab es früher so in der Art nicht. Also das ist richtig. Ich will nur eins sagen. Ich habe vor der Saison gesagt, wir werden einen Platz zwischen 8 und 12 erreichen. Und da sagen wir garantieren, dass wir das erreichen. Das ist deutlich besser als im letzten Jahr. Weil ich glaube, die Mannschaft hat Substanz. Sie ist sehr stark. Es sind auch ein paar gute Leute geholt worden. Der Heinz ist wirklich ein guter Mann. Auch wenn er ein bisschen steif wird. Aber wo der hin tritt, wächst kein Gras mehr. Und seine Pässe in die Tiefe sind auch gut. So, die Abwehr steht, der Horn ist überdurchschnittlich. Der Horn ist überdurchschnittlich, der Hector ist überdurchschnittlich. Und das größte Talent ist der Gerhard. Ich glaube, mein Tipp 12, 8 bis 12, den können wir erreichen. Ich sage nicht, dass ich nach außen sagen muss, ich will nach Europa. Ich muss doch Jack sein. Aber innerlich muss ich den Willen haben, immer besser zu werden. Das will ich sagen. Was mir nochmal wichtig ist, ist, dass das eben auch schon angesprochen worden, Jochen, von dir, dass es echt auch eine Veränderung in der Unternehmung hat, unserer Anhängerschaft gegeben hat, aufgrund der, ich sag mal, sportlich durchwachsenen, wenn ich positiv ausdrücken will, Entwicklung seit, man kann ja schon fast sagen, Anfang der 90er Jahre.
und mit den 5 Abstiegen ist ja eine Demut eingekehrt und alles das, was man, was heute immer noch bei ein, zwei Fernsehsendern ja gesagt wird, ja, gewinnen Sie mal ein Spiel des Europacup, das ist totaler Schwachsinn. Also es gibt eine realistische Einschätzung von unseren Fans und Mitgliedern. Und klar freut sich jeder, wenn wir uns stetig verbessern, aber letztlich ist das Ziel aktuell, in der Bundesliga zu bleiben und konstant Bundesliga zu spielen und dann peu à peu sich weiterzuentwickeln. War ja auch witzig, dass wir fast genau das Ende, ja. Einer von euch am Wochenende in die Süddeutsche gelesen hat, da war der FC auch Top-Thema und auf der ersten Seite im Sportteil und da war es dann genauso. Philipp Seldorf, den wir auch hier gut kennen, hat den Artikel geschrieben und alles aber top, also das ist wirklich, der FC wurde als ein schwäbischer Musterclub dargestellt, also wenn wir schon so weit sind, schwäbischer Musterclub, also, quasi wie ein schwäbischer Musterclub hat er geschrieben und es gab noch diesen schönen Vergleich, dass früher hat sich die Stadt Köln für den FC geschämt, heute ist es umgekehrt, also war nicht von mir, also muss ich dazu sagen. Ja, nehmen wir das noch erfreut zur Kenntnis und auch vielleicht für dich ans Geisbockheim gerichtet. Wir haben keine unrealistischen Erwartungen. Aber wenn es klappt, dann nimm es ruhig mit. Wunderbar. Sport, FC, Berlin, nächster Gegner. Die müssen jetzt büßen. Nein, Spaß beiseite. Am Freitag kommt Berlin, Hertha BSC Berlin. Sind recht weit oben, stehen die, aber in der Rückrundentabelle, witzigerweise, sind sie Vorletzte. Aber haben nur einen Punkt weniger als wir. Also von daher, da treffen zwei Mannschaften aufeinander, ich sag mal, die kann man schlagen. Ja, wir haben in der Vergangenheit, in dieser Saison ja sowieso gesehen, in der Hinrunde, dass wir außer gegen Bayern München alle Top-Clubs geschlagen haben. Gegen die Volkswagen-Mannschaft, sage ich jetzt mal, haben wir unentschieden gespielt, aber Leverkusen haben wir geschlagen. Und wir haben die Punkte gelassen gegen Mannschaften, die eigentlich im Mittelfeld oder unter uns waren. Und jetzt ist eben Hertha oben, aber die spielen auch nicht den reinen Superfußball. Und ich denke, natürlich können wir auch verlieren. Das habe ich zu Anfang gesagt. Diese Mannschaft kann jede Mannschaft verlieren, aber sie kann auch jede Mannschaft schlagen. Und ich hoffe am Freitag, dass die zweite Meinung von mir eintritt. Und dass wir eine Mannschaft, die auch verunsichert ist, ein bisschen die Hertha, die natürlich in der Defensive auch stark ist, die kriegt wenig Gegentore. Aber ich denke, wenn unsere Mannschaft, wenn es ihr mal gelingt, das erste Tor zu machen, dass dann vielleicht eine Welle mal losgeht, wie gegen Dortmund auch, nachdem der Ausgleich kam. Also ich halte es für möglich, dass wir als Sieger vom Platz gehen. Dann wollen wir noch mal schauen, was der Jochen dazu sagt, zum Stadion. Ja, ich bin im Stadion. Ich erinnere mich an das Hinspiel in Berlin, war ich auch, war jetzt nicht ganz so toll. Atmosphäre war nicht besonders, ist in Berlin sowieso nicht der Fall, glaube ich. Aber da war der FC nicht richtig gut, ist nie so richtig ins Spiel gekommen. Ich glaube aber, am Freitag haben wir andere Grundvoraussetzungen. Und mir ist in dieser Saison oder jetzt in dieser Spielzeit aufgefallen, dass immer wenn man am wenigsten auf den FC zählt oder wenn man skeptisch ist, dass er dann irgendwie doch plötzlich überrascht. Und das hoffe ich mir jetzt für das kommende Heimspiel am Freitag. Ist auch ganz ungewohnt, Freitag 20.30 Uhr. Also, ich bin diesmal etwas optimistischer. Ich war es allerdings beim Hinspiel auch. Ja, man geht ja, ich bin ja auch sehr, ich habe ja letzte Woche 4-1 für den FC gegen Gladbach getippt und bin damit ziemlich abgespielt. Also, ich habe 3-1 getippt für den FC. Ich muss eigentlich zu meiner Entschuldigung sagen, alle anderen, sagen wir, vernünftigen Tipps waren schon weg und deswegen, ich freue mich auf gleiche Tipp wie die anderen. Rainer, was erwartest du für ein Spiel? Ich meine, das ist die Hertha ist ein unangenehmer Gegner. Die spielen ja nicht die Sternformel, aber irgendwie solide. Ja, sie spielen eine gute Saison, das muss man sagen, auch wenn sie in der Rückserie jetzt noch nicht gewonnen haben, aber spielen eigentlich eine überdurchschnittlich gute Saison und sind sehr erfolgreich. Das wird sicherlich ein schweres Spiel werden. Aber ich glaube auch, dass wir gezeigt haben in den letzten Spielen insgesamt zu Hause, dass wir gegen vermeintlich Mannschaften, die über uns stehen, immer gut ausgesehen haben. Und von daher bin ich zuversichtlich, dass wir auf jeden Fall punkten werden. Und es ist eine tolle Atmosphäre, Freitagabend, 20:30 Uhr, Flutlichtspiel. Haben wir auch nicht so oft, also zu Hause noch, vor sicherlich fast ausverkauft im Haus, auch wenn wir noch ein paar Tickets da haben. Ich glaube schon, dass wir da positiv das Spiel gestalten werden. Nehmen wir es einfach so hin. Jetzt muss ich natürlich euch noch eure Tipps abfragen, weil die werden ja hier zusammengewertet und nachher gibt es ja ein Fest im Gaffel. Sollte das denn richtig sein, aber er muss dann wirklich haargenau stimmen. Ja, Jochen, du darfst zuerst. Also ich bleibe bei meinem Tipp letzte Woche, 3-1 für den FC. 3-1, okay, Karl-Heinz Thielen. 2-1.
2-1 für den ersten FC Köln und ich tippe 1-0. 1-0 reicht auch. Oh. Ja, jetzt sind wieder alle Tipps weg. 6-2, 6-2. Wenn der aufgeht, dann gebe ich dir wirklich einen Lokalrunde. Dann können wir euch wirklich drauf verlassen. Dann wird ja ein großes Pass an den Schwellen. Ja, für heute machen wir Feierabend. Ich glaube, wir werden schon wieder so eine Stunde vergehen. Obwohl, ich glaube, gerade Hans-Dien wollte noch was sagen. Nein, ich wollte mal noch etwas sagen, was für mich doch erstaunlich ist. Also, für meine Begriffe ist es doch schizophren, was sich in dieser Bundesliga abspielt. Der VfB Stuttgart ist ein typisches Beispiel dafür. Der VfB Stuttgart war mit Abstand die schwächste Mannschaft und ist für mich, ich habe das Spiel gesehen, hier war für mich die beste Mannschaft, die hier in diesem Stadion in dieser Saison gespielt hat. Das muss man sich mal vorstellen. In welchem Unterschied? Und deshalb sage ich, in dieser Saison kann auch der SC Köln gegen jede Mannschaft verlieren, aber sie kann auch jede Mannschaft schlagen. Und meistens gegen Mannschaften, wie der Rainer Wendt sagt, die über uns stehen. Die Einzigen, die noch fehlen, sind die Münchner. Und dann wollen wir mal abwarten. In diesem Wochenende am Freitag heißt es dann Daumenrücken vor unseren ersten FC Köln. Und nächsten Montag, bitte auch mal gut zuhören, nächsten Montag haben wir schon wieder einen Stammtisch, um kaum zu fassen, aufgrund der englischen Wochen und aufgrund des Auswärtsspiels von Gladbach, was wir mit reinnehmen. Nächste Woche zu Gast Friedhelm Funkel, Carsten Baumann und Olaf Janssen. Und dann ist auch immer noch Thomas Wagner wieder da. Den haben wir heute mal zu einer anderen Runde geschickt. Also, der wurde geschont, genau. Also, Mario, bis zum nächsten Mal. Ist ein super Sound, wo der Ralf mit dem Tour